Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum S-Effect Andromeda. Wir befinden uns hier mit Cora auf der Asari-Arche. Ihre persönliche Quest. Wir schauen mal auf hier Captain Atandra. Captain. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf. Jawohl. Aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so viele verloren. Und Matriarchin Ishara auch. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Okay, wir brauchen den Überlichtantrieb, damit wir diese Arche hier noch zur Nexus schaffen können. Aber der Recke ist uns auf den Spuren, auf den Fersen, besser gesagt. So, guck mal, wie es hier läuft. Schöne Beleuchtung haben wir hier in dieser Level auf jeden Fall. Ist der Raum wichtig? Nur Datenpads. Eine Technikerin ist gegangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz aufräumen konnte. Diese Komponenten stammen aus Systemen der Arche, auch zur Energieverteilung. Das erklärt unser Problem. Wozu sollte jemand die Arche ausschlachten? Ja. Ah, guck mal, hier sind wieder Bäume. Sieht aus wie ein Beobachtungsdeck. Um das Chaos zu beobachten, das sie hier angerichtet haben? Die Leute wurden wohl von dem nächsten Deck aus evakuiert. Was ist das da für ein Energiedingens? Ryder, hier drüben. Wird damit die Energie abgesaugt? Ich bin da. Vidaria. Der Göttin sei Dank, sie sind okay. Das hier entzieht die Energie. Was ist das? Die Angriffe haben die Hülle durchstoßen. Und jemand hat dieses Masseneffektfeldgerät aufgestellt. Das Feld hält die Hülle zusammen und ermöglicht die Evakuierung vom Deck darunter. Ein Masseneffektfeld? Das kann doch nur. Das hat doch bestimmt die Matriarchin gemacht, oder? Die hält das Deck zusammen und so konnten die Decks unten evakuiert werden. Wenn das Masseneffektfeld jetzt aber ausgeschaltet wird, dann würden da noch viel mehr sterben, oder? Das ist ja eine ganz, ganz blöde Situation. Das erklärt die Kopfschmerzen. Und wer empfänglich für Masseneffektfelder ist, kriegt Migräne. Stimmt. Aber man überlebt. Das Deck ist jetzt verlassen. Schalten wir das Gerät ab. Ich hab's versucht, aber nichts. Können Sie es scannen? Vielleicht weiß ihr Sam eine Lösung. Ja. Das Gerät erfordert zur Abschaltung zwei Personen. Eine trennt die Kabel und die andere bedient das Gerät selbst. Ich übernehme das Gerät. Achtung! Einmal begonnen, muss der Zyklus der Ausfallsicherung auch abgeschlossen werden. Sonst brennt das Gerät durch. Okay. Das sind mal ganz schön viele Sachen jetzt. Stromkabel unterbrechen. Bereit, Vidaria? Ich ziehe jetzt das erste Kabel ab. Kurt! Oh. Nein. Passen Sie auf das Gerät auf. Wir kümmern uns um Sie. Ich muss aufpassen, dass sie nicht stirbt. Wir brauchen Sie, Vidaria. Sie schaffen das. Achten Sie auf das Glas. Keine Sorge. Wir haben Magnetstiefel. Die nicht. Man kann das Glas zerschießen? Das will ich gar nicht. Waren das? Das waren sie. Schnell zum nächsten Kabel. Nehmen wir jetzt erstmal das hier oben. Da unten ist es dann schneller hinzukommen. Erstmal hier oben. Sind erledigt. Okay, nächstes Kabel. Bereit, wenn Sie es sind. Bin schon dabei. Kabel draußen. Nicht noch mehr, Cat. Ja. Ausschalten. War klar. Der Göttin, wie viele sind denn da an Bord gekommen? Nicht mehr so viele, wenn wir mit ihnen fertig sind. Euch. Granate. Okay, das war's. Das ist die Granate gewesen von denen. Und der auch noch weg. So, das war der letzte. Bestimmt kommt hier nach jetzt auch noch eine Welle, oder? Beim letzten Kabel. Okay, jetzt das Kabel. Kabel zieht. 3, 2, 1, raus! Noch ein Angriff. Ja, war klar. Sie sind verzweifelt, Ryder. Das müssen die letzten sein. Ah, blöder Sack. Bleib da. Nimm doch mal einer den Hund weg.
Wollte er sich gerade unsichtbar machen. Das ist ihr letztes Gefecht. Das letzte Gefecht, ja. Echt? Durchbruch. Durchbruch? Was für ein Durchbruch? Hast du geraucht? Renn, du Sau! Und Headshot! Und Headshot! Ich verstärke ihre Schilde! Waren das letzten? Nee. Sie schießt noch irgendwo. Ach, da fliegt noch einer! Die Ketten sind erledigt! Das Gerät kann jetzt deaktiviert werden. Deaktivieren wir das! Jawohl! Masseneffektwelt wird ausgeschaltet. Das Geräusch ist weg. Falls wer fragt, das war schon so, als wir ankamen. Genau, wir waren hier das Captain nicht. Hier Captain Atandra. Ryder, der Antriebskern kommt online. Geschafft. In wenigen Minuten sind wir hier weg. In der Arche ist ein Loch. Ist ÖLG auch möglich, wenn die Hülle ein, sagen wir, großes Loch hat? Mein Manöver müsste funktionieren. Falls die ÖLG uns zerreißt, denken wir uns was aus. Hier ist Sarissa. Sehr gute Arbeit. Wir sind fast zu Hause. Hoffentlich hält die Hülle fest. Es ist vorbei. Ich sollte gehen und helfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Sie haben bei Ihrer ersten Mission eine Arche gerettet. Sarissa wird stolz sein. Sie sind eine erstklassige Elite-Soldatin. Danke für alles, Lieutenant. Möge die Göttin Sie leiten. Pathfinder, ein Datenspeicher ist zugänglich geworden. Er enthält das Nachfolgelog von Matriarchin Ishara. Hast du Zugriff? Vergiss die Daten! Die Barriere bricht zusammen! Ishara, sie vernichten die Arche. Nur die Daten können uns noch Zeit verschaffen. Kettverstärkung nähert sich, Pathfinder Ishara. Sarissa, mein Sam kann... Tiamna, bitte! Ich muss sie retten, auch wenn ich dann nicht mehr... Vergib mir. Tiamna heißt Tempelbewacherin. Eine Kämpferin, die treu bleibt, auch wenn alles verloren ist. Sarissa ließ sie sterben. Sie hat die Matriarchin sterben lassen, um die Daten zu retten. Was war denn jetzt wichtiger? Es war eine notwendige Entscheidung. Sarissa hat versagt. Sie war Tempelwache und an sich, wenn man das von der Asari-Perspektive betrachtet, muss sie als Tempelwache die Matriarchin bis zum letzten Ende beschützen. Aber wenn man das betrachtet, dass die Pathfinderin ist und man die Daten retten muss, ist es hier eine sehr, sehr schwierige Situation, jetzt was zu sagen. Also Asari-technisch hat sie versagt, aber missionstechnisch hat sie die Daten gerettet. Es ist eine sehr, sehr, sehr schwere Entscheidung. Sarissa musste zwischen Pathfinder und Arche wählen. Sie hat richtig entschieden. Sieht das nach einer richtigen Entscheidung aus? Verdammt, Ryder, was mache ich jetzt? Zuerst... Hier, Atandra, wir wurden getäuscht. Ein Landungsschiff der Kettjäger ist unterwegs zu dem Loch in Deck 12. Wie lange, bis wir ÜLG haben? Zu lang! Sarissa kommt! Drängen Sie sie zurück! Helme auf, Leute! Sie wollte nicht die ganze Arche opfern. Also, so konnten vielleicht noch mehr Leute retten, anstatt nur den Pathfinder. Achtung! Ja. Das Masseneffektfeldgerät ist noch angeschlossen. Aktivierung durch Fernsteuerung könnte die lokale Gravitation beeinflussen. Optional. Das könnte nützlich sein. Mach ich. Mach ich. Der Recke, der wird hier kommen. Der gerade angreift. Hui. Alle festhalten! Da hier ist der Riss in der Arche. Das Riesenloch und die Geißel da draußen. Wie geil das aussieht. Und die fliegen direkt hier rein.
den Kettangriff auf Deck 12 zurückschlagen. Der Sound ist wieder ein bisschen anders, weil hier herrscht gerade keine Schwerkraft. Und im Weltraum ist es still. Im Weltraum hört ich nämlich niemand schreien. So. Bisschen brennen lassen. Headshot. Oh, der hat aber reingehauen. Musst du da oben hin? Habe ich ihn gezogen? Ich habe ihn leider nicht. Das war's, glaube ich, schon. Nein, da oben noch. Nahkampf. Kommt doch bestimmt. Weiter, der Recke sendet weitere Cat. Clarissa ist gleich da. Nicht nachlassen. Da ist das große Schiff von dem Recken, das Hauptschiff, und hier kommt die Shuttle mal angeflogen. Das ist ganz cool gemacht, ey. Wie gesagt, Loyalitätsmission von der Crew, das Beste bisher, was es im Spiel gibt. Ich hole mir meine Beute. Das muss der Recke persönlich sein. Ja, das soll halt kommen. Erledigen wir ihn. Der ist wieder so ein Ältester. Da ist er, der Berufene. Nee, der ist er. Da ist der Recke. Wieder mit seinem bescheuerten Schutzschild. Die Asari-Diebin versteckt sich hinter ihren Handlangern. Sie ist ihre Puppenspielerin. Sie wird ebenso abgeurteilt wie sie. Kurz mal. Aufladen. Ich wollte erstmal den ganzen Kleinkram wegmachen, bevor wir auf den schießen. So, jetzt sind alle weg. Feuer rauf auf die Kugel. Sehr schön. Niemand entgeht im Griff der Dezimierung. Dezimierung, dein Arsch, ey. Okay, Schaden. Kopf. Okay, er hat nicht mehr so viel. Oh, da kommt der Schuss. Sie verweigern sich ihren natürlichen Souverän. Wer sein Knie nicht beugt, dem wird es gebrochen. Halt dein verdammtes Maul! Richtig, stopfen wir es. Oh, und er ist weg. Jawoll, von wegen Recke. Verrecke, du Recke. Feuert alles. Ach, zerstört die Arche. Töte. Leb wohl. Clarissa. Feindlicher Beschuss. Oh. Die Schlacht um Kerkes. Wir haben eine Chance. Lieutenant, bitte. Helf ihr, Cora. Sie brauchen mehr Energie. Yes. Genau für solche Sequenzen liebe ich dieses Spiel einfach. Eine Rumpfcrew. Aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Clarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Das war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Clarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben ihre letzten Momente erhalten. Sie haben ihren Pathfinder im Stich gelassen. Sie hätten... Hören Sie, ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Das stimmt schon in gewisser Weise. Es war auf jeden Fall eine harte Entscheidung, das zu machen.
Wir sollten es für uns behalten, die anderen sollten es erfahren. Was wäre denn hier die beste? Geben wir denen doch einfach Hoffnung, oder? Die haben so viel durchgemacht. Das ist die Frage, ob es Cora gefällt. Aber was sollen wir machen? Oder hier einfach, um einen Neuanfang zu starten, dass es vielleicht auch neuen Antrieb gibt. Die Matriarchin hat sich dafür geopfert und jetzt müssen wir alle zusammenarbeiten und zusammen am selben Strang ziehen. Sie verdienen die Wahrheit, auch wenn sie hart ist. Ryder, Cora, tun Sie das nicht. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten. Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelock entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Verdaria. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Aber sie ist noch viel zu unentschlossen. Wir haben ja eben gesehen, dass Sarissa echt stark ist, oder? Behalten Sie Sarissa als Pathfinder. Sie hat eine schwere Entscheidung treffen müssen, aber eine Entscheidung musste getroffen werden. Und wenn die Arche jetzt vernichtet wurde, dann hätte es am Ende gar keinen gerettet. Es ist gut, dass man die Wahrheit sagt, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man sie gleich von ihrem Posten entheben muss. Sie hat auch eben uns wieder gezeigt, dass sie die Richtige ist für den Pathfinder-Posten. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie Sarissa nicht ersetzen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie hat richtig gehandelt. Sie hatten das Recht, alles zu erfahren, aber sie hat richtig gehandelt. Aber wenn sie ihr Volk erneut enttäuscht... Ich mache meinen Job, Atandra. Und trage die Konsequenzen. So sieht's aus. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben, Ryder. Aber vielleicht verstehen sie es ja und vergeben mir. Sie können ohne Vergebung leben. Auch dazu werden wir ausgebildet. So fühlt man sich doch besser, wenn die Wahrheit einfach raus ist. Geile Mission aber, echt. Am Ende mit diesen Sequenzen, ey, sehr nice. Freue ich mich auf mehr. Das war Coras Aufgabe. Jetzt haben wir sie wahrscheinlich auch loyal gestellt, ne? Können wir gleich nochmal ein Gespräch mit ihr führen. Und die nächste Aufgabe, die wir dann haben, ist die persönliche für Vedra. Okay, geht los. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und keine Heldin vor ihrer versammelten Arche zu Fall bringen? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wir sind nicht orientierungslos. Wir kennen unsere Mission und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Klar. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas. Das stimme ich zu, ja. Schon möglich. Und was jetzt? Sie sind besser als Sarissa? Nö. Ich mag sie trotzdem. Ja. Das ändert nichts daran, wie wichtig sie mir sind. In meinem Team und als Freundin. Zählt das nicht auch etwas? Doch. Alles. Hören Sie, es war weder Ihre noch meine Entscheidung. Aber vielleicht sind wir ja beide genau da, wo wir sein sollten. Auch wenn wir Ihren Vater verloren haben.
Das Leben geht weiter. Wenn man etwas nicht entfliehen kann, muss man es nutzen. Was haben Sie gerade? Oh, Ihr Vater hat sowas Ähnliches mal zu mir gesagt. Und es ist wahr. Ich muss über einiges nachdenken, aber mir geht's gut. Und ich werde da sein, wenn Sie mich brauchen. Sehr schön, und da haben wir es. Loyalität errungen. Raider. Oh, Vorbild. Vorbild-Trophäe. Rang 6 Fähigkeit von Cora ist jetzt freigeschaltet. Nice. Ich habe jetzt auch vor, so gut es geht, alle Loyalitätsmissionen fertig zu kriegen, bevor wir uns auf die Suche nach den Archon machen. Denn da möchte ich gerne, dass meine Crew komplett einsatzfähig ist und da keiner irgendwie durchfällt oder sowas. Ihr wisst schon. Und dann machen wir im nächsten Video auf jeden Fall direkt weiter mit der Aufgabe von Vetra. Das ist auch ihre persönliche Aufgabe. Mal gucken, wie es da ist. Ja, da steht auch dran. Loyalitätsmission von Vetra mit ihrer Schwester und so. Ah, das war toll. Das war toll. Und danach fehlt dann noch Peeby und Drake. Dann habe ich ja schon fast alle durch. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich hoffe, euch hat die Episode hier heute genauso gut gefallen wie mir. Dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann, ja, schaltet im nächsten Video wieder ein, wenn es weitergeht mit Mass Effect Andromeda. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao.